So, da sind wir mal wieder. Ich habe jetzt ein paar Wochen Pause gehabt, weil ich doch recht viel das letzte Mal aufgenommen habe. Und weiß jetzt gerade noch nicht so ganz, wo ich war. Ich weiß, dass wir aus den Sümpfen raus sind und die Sümpfe echt blöd waren. Und ich deswegen wieder in der Stadt bin. Das war der Fall. Ich wollte dahin. Einmal gerade gucken. Okay, also ich muss dem Zwerg 50 Orens bringen. Ist die Quest, die wir gerade markiert haben. Okay. Shani einen Termin vereinbaren. Und den Leichnam vom Totengräber holen. Okay. Ja, das ist im Sumpf, wenn ich mich recht entsinne. Und da muss ich diese Sephiroth-Dinger sammeln. Okay. Ja, ich erinnere mich dunkel daran, dass ich das letzte Mal überlegt hatte, wie es am sinnvollsten weitergeht und auch schon die Idee zumindest hatte, dass, dass ich ein bisschen im Untergrund rumschnüffel. Ich habe ja 50 Orins, dann kann ich das ja eigentlich gleich schon abschließen. So dass wir hier die Kanalisation so ein bisschen Braucht ihr was? erforschen, wollte ich sagen. Ist der Blitzableiter ist fertig. 50 Das ist Orens. voll irritierend, wenn man hört, dass der die Stimme von Dr. 50 Hauser, die Deutsche. Orens. Wie abgemacht. So. Quest aktualisiert. Dann muss ich wieder zurück zu den Druiden. Das machen wir jetzt natürlich nicht, weil ist ja doof. Okay. Jetzt muss ich auf jeden Fall mit Shani sprechen. Das könnten wir schon mal machen. Und die ist immer erst abends für uns da, wenn ich das richtig weiß. Bin ich denn hier überhaupt? Alter Schwede. Ja. Ja, es zieht ein Sturm auf, sehe ich auch so. Ist nicht so, als wäre ich verwirrt mal wieder, aber ich muss mich kurz erst noch zurechtfinden. Da ging es darunter. Ja, wir bringen alle immer nur Ärger grundsätzlich. So, hier war das. Oder auch nicht. Okay, wir gucken mal in die Karte. Ganz kurz. Wieso willst denn du dahin? Ach so, weil ich, sag ich doch, ich bin hier richtig. So, zumindest generell bin ich hier richtig. Ist schon verwirrend, wenn man die falschen. Also die dürfte jetzt ja hier drin sein. Da ist Shani. Schnell, ich muss zurück zur Arbeit. So. Ihr müsst mir bei einer Autopsie helfen. Was? Das ist illegal. Ach, Quatsch. Es muss aber sein. Kommt nächtens zu mir, dann reden wir. Das. Man sieht sich. So ist es. Meine Lungen. Das ist eine Art von. Erledigt. Will ich alles nicht haben. Nein. Gut. Da müssen wir jetzt irgendwo bis abends pennen, damit wir das auf jeden Fall schon mal ein bisschen erledigt haben. Und jetzt ist hier wieder quasi strahlender Sonnenschein. Wir können natürlich auch ein bisschen. Zeit zu bieten. Ja. Können hier mal ein bisschen wieder Zeug sammeln. Ich bin erschöpft. Weil
Naja, wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir auch mal wieder ein bisschen was brauen könnten. Unbekanntes Kraut, ganz viele unbekannte Kräuter. Blöd. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, wir sind da. Okay. Ich weiß, wo ich bin. So, Kohle haben wir eh nicht, dass wir irgendwie. Ah, Kräuterkundler. Na hallo. Kräuterkundler. Da. Kräuter, Salben, Blumen für die Damen. Ja. Seid gegrüßt. Ihr seht ein wenig blass aus. Ich besitze Medikamente, die euch auf der Stelle heilen. Meine Preise sind erschwinglich. Mhm. Wo sammelt ihr eure Kräuter? Wenn ich das verraten würde, müsste ich betteln gehen und könnte mir nie einen neuen Schal leisten. Sucht euch etwas aus und lasst den Unsinn, Hübscher. Ah ja, okay. Ich möchte einmal gucken, was die so hat. Die hatte Bücher. Bücher sind ja das Interessanteste. Bereits gelesen, also eh irrelevant. Gut, mehr wollte ich gar nicht wissen. So, ich soll ja nachts wiederkommen. Dafür muss ich aber irgendwo pennen. Mhm. Mal ein bisschen rumgucken. Ja, auf jeden Fall. Bin mir gerade nicht so ganz sicher, wo ich hier bin. Glaube ich. Naja, ich bin im Kreis gelaufen. Sehr schön habe ich das gemacht. Ich wollte nicht zum Schmied. Ach, das ist ja wieder immer da. Das ist ja voll. Naja. Okay, ich bin im Krankenhaus. Das ist schon mal was. Wie seltsam. Ja. Verflucht. Ne, da muss ich nicht runter. Das ist Krankenhaus. Da muss ich runter. Lauf, mein kleiner, lauf. Eines Bettlers. Gute Idee. Aber welche? So. Ich helfe jederzeit. Mal gucken. Wir haben eh, glaube ich, nichts. Naja, wir haben keine Talente. Schade. Hätte ja sein können. Sollte reichen, oder? Hoffe ich doch. So, jetzt brauche ich Shanis Haus. Und ein wenig aufpassen, dass ich hier von jemandem angegriffen werde. Wäre nämlich ziemlich uncool. Sterbt, Pisskopf. Kannst du mal bitte kämpfen hier?
sterb doch jetzt nicht, oder? Es ist doch jetzt... Ja. Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also, das mit Shani ist gerade erledigt. Sehe ich das richtig? Ja. Gut. Das heißt... Wir rennen jetzt zum Lagerfeuer. So. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht wieder darauf hinausläuft, dass ich irgendwie 3000 Versuche brauche, um das hinzukriegen. Bewegt euch! Ja, oder man schafft es irgendwie... Ohne den Meuchlern in die Arme zu laufen, da rein zu rennen. Hat auch was. Ach, die Alte. Wo geht ihr denn hin? Hat euch keine Manieren beigebracht. Seid still und lasst mich vorbei. Hinaus! Hm. Einfach so in mein Haus zu stapfen. Hm. In Stiefeln. Womit habe ich das in meinem Alter noch verdient? Ach, Mann. Aber... Nochmal, bis ich irgendwann wieder rein darf. Na komm, mach hin. Das Ende ist nahe. Das Ende ist nahe. Solche wie ihr sind doch Beweis genug. Ist nicht persönlich gemeint. Mhm. Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Der weiße Frost kommt. Ich spüre es in den Knochen. Ihr wisst nicht, wie es ist, im hohen Alter in einem kalten Haus zu leben. Was hier um. Stimmt. Das weiß ich nicht. Das ging ja relativ schnell. Bin begeistert. Ja? Ich habe ein Problem. Ja? Ich brauche eure Hilfe bei einer Autopsie. Eine Autopsie? Seit wann beschäftigt ihr euch denn mit so etwas? Seit ich gegen die Salamandra ermittle. Na gut, aber ich bin keine Pathologin. Ihr müsst aus unseren Funden selbst schlau werden. Wir treffen uns am Abend. Sammelt bis dahin so viele Hinweise wie möglich. Mhm. Ich werde mich umsehen. Ihr müsst den Leichnam vom Totengräber holen. Wir treffen uns am Abend im Krankenhaus. Wie komme ich an Informationen, die bei der Autopsie nützlich sein könnten? Fragt Vincent Mais. Aber sucht auch nach Büchern über Anatomie und Pathologie. Wir sehen uns später. Okay. So, also. Gut. Kann ich hier denn auch schlafen vielleicht? Ach ja, dafür muss ich sie ja anklicken, genau. Ja. I remember. Dann schlafen wir mal bis morgens, weil ich habe einfach im Moment noch keine Lust, auf die blöden Meuchler da rumzutreffen. Lauf, kleiner Lauf.
So, ich muss mit dem Herrn Vincent Mais sprechen. Auf die Karte. Händler Vincent. Können wir da ja mal hinrennen, ne? Macht ja vielleicht Sinn. Das ist richtig. Das müsste ja dann hier sein. Da sehe ich auch schon den Herrn Mais. Ich bin müde. Was gibt's, Hexer? Habt ihr schon mal eine Autopsie gemacht? Wozu? Stichwunden im Bauch bedeuten Bandenkriege, abgerissene Köpfe bedeuten Bestien und schwarze Zungen bedeuten Gift. Im ersten Fall machen wir Boxfleischdruck. Im zweiten übergeben wir die Sache dem Orden oder einem Hexer. Im dritten wenden wir uns an die Frau des Opfers. In 90% der Fälle war es die Witwe. Autopsien sind reine Zeitverschwendung. Mhm. Interessant. Wo finde ich dann wohl Bücher? Naja, wir gehen dann mal auf die Totengräber. Vielleicht gucken wir auch noch mal in das ein oder andere Fass rein. Was ist das? Blaubeeren. So, wie komme ich denn da hin jetzt? Wo bin ich denn? Ich bin da. Außenrum. Wie doof. Das ist ja doof. Muss ich komplett außenrum rennen. Mhm. Okay, hier ging es nicht lang. Mhm, gut. Ja, ja. Ich bin nicht verwirrt oder so. Ach, Quatsch. Ja, ja, die immer mit ihren Geißeln der Götter. Könnte nochmal mit dem quatschen. Vielleicht hat der was Neues. Geralt, ich habe mich gefragt, ob ihr nicht vielleicht im Orden beitreten wollt. Nein. Welche Anzeigen? Da habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ich dachte mir schon, dass euch das interessieren würde. Habt ihr einen Beweis dafür, dass ihr 10 Ertrunkene erschlagen habt? Nein, noch nicht. Kommt wieder, wenn ihr die Zungen habt. Okay. Wir geben unser Leben für den Orden. Mhm. So, da haben wir schon mal den Totengräber. Was braucht ihr? Leichnam. Ihr wisst viel über die Todesfälle in dieser Stadt. Habt ihr schon mal bei Ermittlungen geholfen? Ab und zu informiere ich Raimund über die interessanteren Toten. Vielleicht könnt ihr mir auch davon erzählen. Nein, ich habe versprochen zu schweigen. Verstehe. Was braucht ihr? Ihr wisst viel über die Todesfälle in... Ab und zu inform... Ich traue Raimund nicht. Er verbirgt etwas. Raimund? Einen loyaleren Mann findet ihr niemals? Er scheint seine Mühe mit diesem Fall zu haben. Ich sollte ihm helfen. Lasst ihr mich in den Friedhof? Das verbieten die städtischen Behörden. Wie kann ich euch umstimmen? Ich brauche eine Erlaubnis vom Hauptmann Mais. Mhm. Anders kann ich euch nicht erweichen? Nun,
Ich habe sehr hohe Schulden bei Thaler angehäuft. Befreit mich von diesen Schulden, dann gehört der Schlüssel zum Friedhof euch. Mhm. Jüngst ist ein Gefangener gestorben. Ist er schon auf dem Friedhof? Keine Ahnung. Aber ich kann euch einen anderen Leichnam geben. Die stinken alle gleich. Mich interessiert nur ein bestimmter Leichnam. Ach, wir sind ein wenig eigen, ja? Ihr dürft gern wiederkommen, wenn ihr wisst, was ihr wollt. Die Obduktion sterblicher Überreste ist eine Kunstform. Es lohnt sich immer, gründlicher nachzusehen. Aber um wen geht es da? Könntet ihr den Leichnam des Gefangenen für eine Autopsie herausgeben? Für eine Flasche Zwergenschnaps. Habe ich Zwergenschnaps? Im Moment anscheinend nicht. Scherzt ihr?